Mit der Kerze wurde... Die Kerze ist völlig... Selbst wenn ich den Docht daraus... Das ist doch keine Vase. Oh, sieh mal. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Geron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Komm, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir, weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri, Nuri Darinella Wander. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben, frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta, Seerenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wander. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Huh? Rettet euch! Sein Schwert verloren. Jetzt umgreift die Hand nur noch Luft. Der Arm der Feenritterstatue. Diesmal war ich aber nicht schuld.
Ich fürchte, ihr müsst ohne den Rucksack weiterreisen. Also gut, Sphärenkundler und Temporalanalyst. Ich bringe uns besser hier raus. Und dann wirst du mir erzählen, was ich wissen muss. Die Statue ist auf den Stab gefallen und hat ihn gespalten. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Euer Stab ist zerbrochen. Das lässt sich nicht schneiden. Nori? Könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Atial ni mune dunaval. Is mandrai rilli. Is lera mandrai rilli. Zu kurz. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Un moli lageron. Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Hier, nehmt einen Schluck. Oh, schwarzes Geschick, das Feenkunstwerk, Jahrtausende, hinfort in einem Augenblick? Wir müssen hier raus. Noch ein Beben und wir sind tot. Ohne meine Studien gehe ich nirgendwo hin. Wollt ihr dafür wirklich euer Leben riskieren? Um den Berg zu durchqueren, brauchen wir meine Notizen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nori darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Ich lasse ihn mit diesen... Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Sind die Sammlerstücke darin wertvoll? Tut mir leid. Ich bringe nämlich Unglück, müsst ihr wissen. Sie ist verrückt geworden. Sie ist noch verrückter geworden. Nori? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Eliana Natti. Geroneo Andrian Vella. Was hat sie gesagt?
Was fragst du mich? Verflucht ist das Tief. Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Komm, Junge, es wird Zeit, dass wir aufbrechen.